Was geht ab, man sieht weiter aus, Rio, und heute auf Dragon Ball Legends im neuesten Legends Rising Banner, denn wir haben die neuesten Charaktere, Sparken Fein vom Cooler, Sparken Zamasu und Sparken Bojack. Die Sache ist nämlich, bis zum 26. Januar, 7 Uhr morgens unserer Zeit, droppen 999 Siegkräfte statt 600 von Final vom Cooler, Bojack und Zamasu. Deswegen geben wir den ganz auf jeden Fall mal einen Versuch. Außerhalb davon ist das Banner auch noch live bis zum 11. Februar, 7 Uhr morgens unserer Zeit. Wir haben einen Sale im Shop, könnt ihr euch gerne abchecken. 18. Season vom PvP hat angefangen. Scout Camp Freezer ist auch live. Und neue Story-Kapitel wurde hinzugefügt, könnt ihr euch gerne mal alles abchecken. Und eine wichtige Sache, das Ticketbanner, Masterparks Ticketbanner, das geht nicht offline, das bleibt permanent live. Da haben sie quasi den Platzhalter geändert, das wurde in den News geschrieben. Da steht also, da ist jetzt quasi ein Platzhalter fürs Datum gesetzt, da steht dran 31.12.2029, ist einfach nur da, weil das nicht offline gehen wird. Heißt, wir werden auf jeden Fall separate Tickets bekommen für Masterpark 2, Masterpark 1. Masterpark 2 Tickets gibt es ja schon im Legends Rising Tauschbörse, in der Legends Road Tauschbörse, sorry, vom Kid Goku. Das habt ihr mich auf jeden Fall wissen lassen im letzten Video, vielen Dank dafür. Und ja, um das einfach mal zu erwähnen, wir machen uns ein bisschen warm. Ihr habt gesehen, wir haben ein bisschen mehr als 4000 Kristalle. Wir hauen mal kurz die Dailies raus, haben dann die 4 Multis im Banner von Cooler. Das können wir mal skippen, wenn da nicht so atemberaubende Animationen kommen, sage ich mal. An sich Cooler ist ein bisschen zu vergleichen, also Final Form Cooler, sage ich mal, wie Super Saiyan Bardock, der blaue, für die Super Saiyans. Denn wenn wir Super Saiyan Bardock rein und raus wechseln, sage ich mal, dann bufft er die Super Saiyan Charaktere und Cooler macht das für die böse Abschammung, also für den Freezer Clan, sage ich mal. Zamasu ist ein Verteidigungstyp, gut tanky, hielt sich immer konstant ein wenig, sage ich mal. Bojack sollte man nicht unterschätzen, Bojack auch nicht schlecht, hat an der Stelle eine Barriere. Und außerhalb davon, was gestört war an seiner einzigartigen Fähigkeit, was so an mir hängen geblieben ist, als ich es vorhin gelesen habe. Wenn zwei Verbündete kampfunfähig sind, hielt er sich um 50% Lebensenergie und gibt sich, glaube ich, 40% auf Fernangriff. Also der ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Außerhalb davon, wie gesagt, lass uns kurz die Dailies raus und dann gehen wir rüber zum Banner von Cooler. Wie gesagt, in dem einen Banner, ja, danke für die ganzen netten Animationen, Dailies. In dem einen Banner bekommt ihr 999 Siegkräfte. Das andere Banner ist natürlich auch noch live, also verwechselt es nicht, wenn ihr quasi summon wollt, also am besten, also ihr könnt ihr natürlich nur Multis rausholen, aber am besten bis zum 26.01. tut ihr hier summon für die Charaktere, weil da droppen 999 Siegkräfte, hier nicht. Das bis zum 11. zweiten Live. Ich muss mal kurz aufpassen, wir hauen hier nur unser Daily raus und dann gehen wir rüber in das Banner von oben und werden dort summon. Oh, okay, interessant, das lassen wir mal laufen. An sich, was haltet ihr von den Charakteren? Werdet ihr summon? Ich wollte den ganz auf jeden Fall mal Versuch geben. Warte mal, das ist unser Daily. Was geht jetzt hier ab? Ja, sie haben es ein bisschen, ein bisschen schmackhaft gemacht mit den 999 Siegkräften. Also deswegen, ich wollte eigentlich nur zwei Multis raushauen, aber dachte ich mir, okay, wegen den... Oh, der neue Salza. Salza, was für ein netter Name. Nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht, denn der hat die Siegfähigkeit für, wenn mich alles täuscht. Episode Kinoversion Saga, sehr schön. Okay, Alter. Geil, das ist ein neuer Extreme-Charakter, sehr cool, dass er gedroppt ist im Daily. Wie gesagt, aufpassen, nicht hier summon über die nächste Zeit, nämlich hier, dort droppen die 999 Siegkräfte. Dann würde ich sagen, fangen wir mit unseren 4 Multis an. Wobei ich stehen geblieben, genau wegen den Charakteren, die haben es halt echt schmackhaft gemacht, so, wegen den 999 Siegkräften. Deswegen wollte ich auf jeden Fall mal einen Versuch geben. Cooler, ihr wisst, ich mag Cooler, ich finde Cooler richtig, ja, cool. Aber ich bin ein Fanboy von Cooler, sag ich mal. Deswegen wollte ich ihm auf jeden Fall Versuch geben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Cooler sehr gut in dem böse Abschammung-Team reinpasst. Also Freezer-Clan-Team. Und aber auch in der Kinoversion-Saga-Team. Aber vor allem Freezer-Clan mit seinen Buffs, wenn man ihn rein und raus switcht, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Er funktioniert wirklich ähnlich, sag ich mal. Nicht 1:1, aber ähnlich wie der Super Saiyan Bardock für die Super Saiyan-Charaktere. Anyway, wir sind im ersten Multisum. Wir hatten hier... Ich glaube, hier wird kein Spartan-Charakter droppen, deswegen können wir das ein bisschen beschleunigen. Wenn ihr summon werdet, wünsche ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück in diesem Banner. Lasst mich wissen, was haltet ihr von den Charakteren, wie gesagt. Und ich denke, sie sind kein Muss, sage ich mal. Aber dieser Cooler ist auf jeden Fall nicht schlecht. Zamasu und Bojack sind auch nett. Aber ich denke, von all den drei ist, glaube ich, Cooler am besten. Kann ich so mehr oder weniger meiner Meinung nach sagen. Jedenfalls, okay, jetzt sieht es schon mal ein bisschen besser aus. Wir haben 3 Pots auf dem zerstörten Namek. Zuvor hatten wir, glaube ich, auch 3 oder 4 Pots. War aber nicht zerstört. Was? Gib ihm. Gib ihm, oh mein Gott, das habe ich auch lange nicht mehr gesagt. Okay. Dann wollen wir mal sehen, was hier jetzt abgeht. Komm schon. Aber neutraler Clash. Ja, da weiß man nie, ob da ein Sparking droppen könnte oder nicht. Guldo. Okay. Ah, dieser Daily von Cooler Spanner hat mich auf jeden Fall gehypt gehabt, aber...
Boah! Nochmal Salzer, okay, der wird's halt wissen. Aber der gibt, glaube ich, einen Typenboost. Gucken wir gleich mal rein. Also ein Element und nicht der Kinoversion Saga. Aber nicht schlecht, wir haben schon zwei neue Charaktere bekommen. Man sollte. Oh, Sparking! Oh mein Gott, der falsche Cooler. Also der ist auf jeden Fall auch nicht schlecht jetzt, weil er dann gut ist für ein Team mit dem anderen Kinoversion Saga Charakteren oder Cooler. Aber. Achso, ich habe euch gar nicht gesagt, welche anderen Charaktere im Banner sind, ne? Verdammt nochmal, diesen Cooler habe ich so oft gezogen. Ah, den habe ich wirklich überall gezogen. Aber bei denen kommen natürlich nicht 999 Kräfte, sondern nur bei den drei Charakteren. Und dafür war für Element Rot richtig. Verdammt, warte mal, aus. Das Banner ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben die drei neuen Charaktere. Wir haben Goku Black. Oh, der sieht, sein Artwork sieht so geil aus von Cooler. Samus ist wie gesagt dabei. Bojack. Wir haben Goku Black. Und wir haben ja an der Stelle noch Cooler an Sparken Charakteren. Den neuen Extreme Sansa, wie gesagt. Verdammt! Okay, warte mal. Okay, wir haben immerhin einen Sparken Charakter gezogen. Zwei Multis haben wir noch. Einer war dead, nicht schlimm. Jetzt bin ich aber drauf gespannt, was jetzt so gleich abgeht, wenn das Ganze mal lädt. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Verbindungsprobleme, Legends. Ich weiß, ob es an mir liegt. Aber. Ja, und willkommen zurück. Jedenfalls, da habt ihr schon gesehen, also selbst wenn ich auch nicht nur PvP spiele, sondern auch Story spiele, da komme ich zu vielen Verbindungsabbrüchen. Okay, ja, das wird heute nicht, wie es aussieht. Ein Port hatten wir nur so nebenbei vorbeifliegen, alles gut. Oh, okay, doch nicht. Vielleicht geht da was, Komm schon. Oh, super Sing. Wenn eine goldene Schrift kommt, dann ist es am besten. Dann weißt du, okay, Spartan Charakter. Vegeta? Nein. Ey, das ist so Animation, dachte ich erst, okay, da geht gar nichts mit einem Port, dann dachte ich, okay, da geht was, er hat den kurz gebombt, der ist in Super Saiyan gegangen, hat die Fresse bekommen und dann, ja, okay, ging legit gar nichts. Was? Ja, kann auch so laufen, wie es aussieht. Oh nein, bitte lass nicht so enden, lass mich wenigstens einen neuen Spartan-Charakter bitte ziehen. Aber in diesem Mutti wahrscheinlich dann nicht. Ich hoffe dann im letzten. Bitte. Okay, ja, ein Cooler hat mir gezogen, so ist nicht, aber kann auch so vorkommen, so ist nicht, ist ein Gacha-Game. Oh mein Gott, ein Spartan-Charakter wäre echt nicht schlecht. Morgen kriege ich zum Beispiel zum Glück den garantierten. Ich gucke gerade noch, ob ich irgendwo was raussuchen kann, womit ich dann sagen kann, immerhin ein Spartan-Charakter gezogen, aber nee, die Tickets, die werden auch nicht so hilfreich sein. Wie gesagt, die gibt es aus dem Legends Road, von der Tauschbörse vom Legends Road. Und jetzt bitte, hey Cooler, ich finde dich so... Ist jetzt wieder typisch. In dem einen Banner bekommt ihr 999 Siegkräfte. Das andere Banner ist natürlich auch noch live, also verwechselt es nicht. So Villains, so Charaktere, die, sag ich mal, nicht Mainstream sind, ich feiere die übel. Sei es Thales, Cooler und. Dankeschön. Und, aber die ziehe ich immer übel schwer, egal ob Dokkan oder sonst was. Oh! Mein Vater! Oh, Vater, Vater! Okay, am Ende noch eine sehr schöne, coole Animation bekommen. Jetzt bin ich drauf gespannt, welcher Spartan-Charakter es sein wird. Ich hätte lieben gern Cooler. Wenn es einer von den drei neuen wird, gehe ich mich auf jeden Fall zufrieden. Damit kann ich nicht meckern, denn sie droppen mir auf 3 Star direkt, weil sie auf mit 999 Siegkräften kommen. Okay, wir haben es jetzt nur Extreme-Charakter, nicht schlimm. Ein Spartan ist dabei. Welcher wird es sein? Lass mich wissen. Lass mich jetzt in den Kommentaren wissen, nicht schummeln. Welcher Spartan-Charakter wird es sein? Was denkt ihr? Ich glaube Zamasu. Weißt du warum, aber mir kam Zamasu in den Sinn. Komm schon. Bojack! Okay, Bojack. Nicht schlimm. Aber Bojack, ich glaube, mit dem kann ich persönlich am wenigsten anfangen. Aber nicht schlimm, wir haben einen der neuen Charaktere gezogen. Ich hätte einfach nur lieben gern Cooler gehabt. Aber, wie gesagt, nicht schlimm. Freunde! Okay, Bojack haben wir gezogen. Ich will mich nicht beschweren. Einen der neuen Charaktere haben wir gezogen, zum Glück am Ende noch mit 909 Siegkräften. Die Sache ist jedoch, bis zum 6. ist das live. Ob ich da nochmal zurückgehe, ich weiß es nicht. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Das hat, merkt ihr schon, dass das, die machen es schon sehr schmackhaft an der Stelle. Nein, der, was? Hä? Ich war im falschen Banner. Nein! Das ist mir noch nie passiert! Ich war im falschen Banner, ich hab mich schon gedacht, wieso ist denn nicht auf 999? Oh Mann, das kann's doch nicht sein! Da...
Das ist gerade nicht dein Ernst. Ich war im Pfad mit falschen Banner gesummt. Ich habe am Anfang noch extra gesagt, passt auf, dass ihr ja hier summons. Wie oft habe ich jetzt hier gesummt? Ich weiß es nicht. Ach du, oh mein Gott. When I pull up as your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.